Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Projekt Bierverladen für Profis. Dabei ist der Oberbierverlader Randy. Mahlzeit. Und der Werner von den Bönner Gamers und von Sachsen Let's Play. Ihr beiden, hallo. Guten Tag. Ja, in der letzten Folge haben wir wirklich sehr viel geschafft, Kappa. Das wird hoffentlich in die... Was? Ich sag gar nichts mehr. Ihr macht das schon. Ich guck einfach zu, ich lerne. Was macht... Du kannst aber... Randy, du fahr doch einfach dorthin. Der Straße entlang. Fahr jetzt den scheiß Trailer dorthin, dass ich die Scheiße da aufladen kann. Aber wir haben den nicht gut aufgeladen, warte. Ist ja egal, ich krieg den trotzdem, wenn ich ihn dorthin lese, auch wieder rein. Ich fühl mich unter Druck gesetzt. Das ist schön. Ist ja nichts Neues. Wie weit willst du? Naja, also das stehen da hinten, ja, reicht. Ich den anderen wieder nicht. Wenn jetzt gerade nochmal. Ja. Nein! Übrigens, im LS19 wird auch das Handling von Paletten und... Ich wollte es nur anmerken. Muss los! Bruder, muss los! So, jetzt das ganze Zeug noch abladen und da können wir vielleicht sogar arbeiten heute. Wahnsinn! Was ist denn ein Kasu-Sal-Spieler? Ich wollte nur eben kurz fragen, wenn wir das auch noch... So, ja, beim letzten Mal, das Thema Bibi hat jetzt irgendwie so nicht so wahnsinnig reingehauen, weil irgendwie waren Bierpullen interessanter als ein Kind. Das kennt man sonst nur aus Hartz IV. Kappa. Haben wir andere Themen? Ich könnte mal Schwanke aus der Jugend erzählen. Um Gottes Willen. Dreh die Zeit vor, aber schon mal. Ja, warte noch, Moment. Ja, wir haben es noch nicht verkauft. Ach, haben die Sonderpreis oder was? Jau. Ja, moin. Sonst wird man ja schon spulen. Ja, können wir uns ja demnächst hier die Farming-Dollar unter das Auge tätowieren. Willst du es runterschieben oder willst du es runterheben? Ich würde es schieben. Immer mit Schwung. Das ist ja sowieso die komplette Triggerfläche, oder? Ja, ja. Wenn du sie runterschubsen könntest, würde ich zurückschieben und dann kannst du sie weiter reinschieben. Ich fahre hier nochmal eben fix tanken. Machen sie tanken, gerade holt gleich unterwegs der Sprit ausgeht hier mit dem dicken Ding. Dickes Ding. Das sind dicke Obwohl, Dinge. Die kann ich ja so selber. Ja, das war auch ihr Plan. Geht. Gott sei Dank. So, was war jetzt gleich nochmal unser Thema? Hab das schon wieder vergessen. Ja, ein Schwank aus der Jugend. Nee, ein Schwank aus der Jugend, sondern in der aktuellen Situation. Eine was? Eine aktuelle Situation. Ich hatte doch letzte Woche den Herrn Wernersen gefragt, offscreen wohl bemerkt, hab ich da bin ich im Video gesagt. Ob es denn so normal ist, wenn die Fliesen im Bad dir entgegenkommen? Ah ja. Ja, man sollte bei wirklich diffizilen Fragen immer einen Fachmann zu Rate ziehen, richtig. Also Sachen, richtig. Die man sich nicht selber erklären kann, dann würde ich auch immer einen Profi anrufen. Ist richtig. Wenn es durchs Dach regnet, frei auch ein Dachdecker, ob das so sein muss, klar. Richtig. Sehr gut. Das hast du Antwort, gut gemacht. Die Antwort war ja dementsprechend nee. Und da habe ich mich natürlich dann an meine Wohngesellschaft da blablablub gewandt. Dort hieß es erstmal. Ja, warte mal. Kurze Zwischenfrage. Was heißt denn von der Wand fallen? Also die. Also, ja, genau. Ich erkläre mal die Situation. Ja. Ich war eines Tages im Bad. Ja. Und es war relativ spät. Also kurz vorm Pen gehen halt. Ne, nochmal den Jürgen würgen. Und dementsprechend. Ja, moin. Und dementsprechend sitze ich halt auf dem Pott und gucke so rechts. Ne, da ist halt meine Badewanne und alles. Und denke mir so. Sieht komisch aus. Aber gedacht, ja gut, kann sie auch eine Optik haben, weißt du, da vor lang, siehst vielleicht falsch. Geh also näher ran und sehe dann so, das ist irgendwie uneben. Halt dann so meinen Kopf so halt an die Wand ran und guck halt so und sehe dann so, ja, so gefühlt, sagen wir mal 10 Grad, 10, 15 Grad, gehen die Fliesen von innen, ne, beugen, also drücken die so nach außen. Also, ne, so schräg halt, ne. Links davon, bei der Anfangsfliese, ist so schon alles weggeplatzt. Also, ja, der ganze Putz oder Zement oder was das ist. Und da kannst du schon in die Mauer, also hinter hinten reinschauen. Und das ist auf der gleichen Seite das gleiche. Ja, ja, natürlich. Ne, kann ich nicht. Das muss Werner machen, weil ich bin ein Admin. Wunderbar. Und so, ja, gedacht, boah,
sieht interessant aus, zumal es sind halt nur die mittleren Fliesen, sind aber ca. 26 Fliesen oder so, die davon betroffen sind. So, hab schon mal gedacht, ja, ich gehe jetzt schlafen. Und hab dann so einen Tag später, dann hab ich das ja Werner hier gefragt, die Dratolala, hab ich halt gesagt, hier Jungs, ich hab da ein Problem mit meinem Bad. Ja, kommen Sie nächste Woche nochmal bitte. Ja, naja, mich soll's nicht stören. Also, die Woche ging rum, dann hatte ich das am Wochenende einem Kollegen Klick erzählt und am Ende, wie lange ist denn das schon? Ich sag, eine Woche, aber siehst, ich soll halt nächste Woche mich melden, ne? Ja nicht, ja, das sieht aber eher aus, als wäre da ein Rohr dahinter, dass eine Leitung geplatzt ist oder irgendwas. Ich sage, stimmt, gar keine blöde Idee. Hm, wenn das jetzt eine Woche her ist, ein bisschen schlimm. Aber da hätte ich es eh merken, da hätte ich schon irgendwo siffen müssen. Also, Fliese abgebaut, jedenfalls eine. Und da mal die Wand dahinter mir anzuschauen. Gut, Überraschung, sie ist trocken. Und ja, dann heute zur Wohnungsverwaltung. Video gezeigt, Fotos gezeigt. Ja, also es waren keine Sprechzeiten, wohl bemerkt, man hat mich trotzdem gebären lassen. Gebären? Entbehren lassen. Oder mich vorsprechen lassen, whatever. Drückt's aus, wie ihr wollt. Das war ein Umstieg von Wetter, jenseits von Gut und Böse. Ja, und Oleg und Bolek wollen Gras haben. Alter, was ist das für ein Wetter denn hier? Nee, das Rumgespule mal 12.000, das leckt wie Sau. Ich weiß nicht, wir können dreschen. Ich auch nicht, wir können dreschen. Nein, es regnet. Jetzt nicht mehr. Doch. Nein. Doch. Nein, es regnet bei mir. Ist das Wetter, oder? Ja, es ist immer noch die Dings. Die Anzeige. Jetzt hat es aufgehört, oder die Anzeige? Gar nicht. Doch, Werner. Ich habe 15.41 Uhr. 15.32 Uhr. Ja, warten wir noch ein bisschen, jung. Gut. Ganz schön asynchron. Auf jeden Fall das Ganze vorgezeigt. Die erste Antwort von der Dame. Sieht doch gut aus. Ja. Das sagt man, wenn man keine Ahnung hat. Sag bitte was? Na, war ein Spaß. Ah, naja, bla bla bla. Ja, ich schicke morgen erstmal einen technischen Leiter vorbei, der guckt sich das an und dann entscheiden wir. Machen Sie am besten keine großen Vibrationen, nicht, dass noch mehr Fliesen abfallen. Sag, alles klar. Mach ich. Kein Problem. Junge Frau, kein Problem. Keine Vibration, merke ich mir. Na gut, dann erstmal eben gekommen. Dann bin ich erstmal kurz gegen die Wand gelehnt, ne? Mich gestreckt und alles, ganz lang. Ja. Vielleicht auch ein Laptop drunter gestellt. In der Hoffnung, dass vielleicht was runterfällt. Nee, okay. Ist richtig. Also, das sind so Dinger, die kannst du dir nicht ausdenken. Da kommt aber jetzt mal Real Talk, Werner. Da kommt zu der Frage, wie kann sowas passieren? Wie sowas passieren kann? Weil es sind nur in der Mitte, also die da rüber, also es sind immer pro Reihe, sind 13 Fliesen pro Reihe, ne, und das halt, ne, also 26 Fliesen im Endeffekt. Und die obersten zwei, also die obersten 26 tadellos, die untersten 26 sind tadellos, nur die in der Mitte. Und das geht wirklich von links nach rechts, außer die zwei äußersten. Der eine äußerste. Sonst in der Mitte, ja. So komplett, als wäre, also das sieht so aus, als wäre dahinter eine Wasserleitung oder eine Rohrleitung, eine große. Ja, ja. Und die würde halt verstopft oder platzen und, weißt du, so, dass das so nach außen drückt. Aber ist halt nicht, die Mauer ist gerade. Es kann aber auch sein, dass es mit Wärme und Kälte leider einiges macht, weil die Materialien arbeiten ja alle. Mhm. Immer noch, die Arbeiter werden immer arbeiten. Wenn du das speziell nur in der Mitte hast, ist es meistens irgendwo hinter, da klicke ich eigentlich schon recht, meistens hinter irgendeinem Rohr oder irgendwas. Und speziell zu Beginn und zum Ende der Heizperiode ist das schon mal ganz gern verbreitet, das Ganze. Aber es kommt darauf an, lösen sich nur die Fliesen, löst sich auch der Putz oder ist es Trockenbau? Nee, dahinter, die Wand, die ist trocken. Also da kannst du dagegen kloppen, da passiert nichts. Okay, sind die Fliesen mit dem Fliesenkleber runter oder ohne? Das ist so die gute Frage, weil ich sehe da nichts. Also, die Fliese, die ich abgemacht habe, die ist hinten in meinen Augen, ist die sauber. Die hat an den Rändern dieses Zementgelümpe oder was es da auch immer ist, weißt du? Ja, die Glasur, an der Mauer sind noch solche gelben Restspuren da irgendwie, aber ansonsten ist da nicht. Ah, das kann mehrere Gründe haben. Ja, okay. Kann dir ganz genau sagen, was sie machen werden. Die werden die Fliesen runternehmen, werden den Kleber runternehmen, werden die wieder draufpappen und sagen, das war's, danke, tschüss. Ja, du kannst egal. Nicht mehr machen. Wenn du nichts siehst, kannst du nicht mehr machen. Naja. Also ich noch eine Feuchtigkeitsmessung machen, aber. Nee, Klick hat halt einfach die Vermutung, dass sie zu wenig Kleber genommen haben, die Pfosten. Ja, die Frage ist halt, wie alt ist das Ding, ne?
Ja, so wie die reagiert hat, muss das schon ein bisschen älter sein. Ja. Wir hatten tatsächlich schon Bauten, da hat das Ding 20 Jahre gehalten und nach 20 Jahren kam alles runter, weil der Kleber zu wenig Aushärtungszeit hatte. Mhm. Also das... Ja. Herr Garderoll, wollen Sie nicht den Anhänger hinten anhängen? Ja, komm. Dann fahr mal so, dass ich da reinkomme, bitte. Jo, have fun, ne? Aber wir müssen dann... Wir müssen dann nur ab und zu mal wechseln, ne? Also das kann den Anhänger wechseln. Ja, ja. Ja. Ja, das ist wirklich anstrengend so, ja. Wer fährt denn hier doch die Erde? So. Hallo? Also ja, das ist jetzt bei mir nicht gegeben, ne? Was? Auf nein, du fahren. Schiebst nur Paletten mit Bier verkehrt rum in die Verladestation. Alles ja, klar! Ja. Muss los, gut, Bruder. Gut, dass wir uns verstehen. So. Aber das funktioniert, alles. Ne? Ja. Ja, ja. Warte mal, ich fahr mal ganz raus hier. Auch, ich kann, nein. Ach, da ist ein Baum im Weg. Ah, cool. Der jetzt eigentlich ja, geklappt ja. Oder ausgeklappt? Ich weiß gar nicht. Oh. Kostet so ein Anhänger? Meinst du, wenn ich damit fertig bin, brauche ich mal einen neuen oder was? Nein, ich hätte gerne einen zum Wechseln. Werner, wow. Bitte. Ich hätte gerne einen wow. zum Wechseln gekauft, deswegen. Da war er wieder, wow. Weil den roten brauchen wir ja. Das sieht gut aus, wenn der Drescher stand genau richtig. Ich weiß nicht, warum du den jetzt wegfährst. Nee, Schneidwerk ist falsch. Kann doch Gras haben. Ja, du musst das umkonfigurieren. Wir haben einen Sonderpreis für Grasamen übrigens. Gerade. Aber wer. Nee. Was? Nee, ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht, Grasamen zu machen. Hatten wir nicht. Nee. Hatten wir verkauft alles schon, ne? Ja, hatten wir alles. Ja, warte mal, wir brauchen Rohr, Geld. Schneidwerk ne? aufklappen. Ja. Aber ansonsten war das halt noch so, dass. Aber das Randy, war dein Highlight diese Woche, hast du meinen Rat befolgt, Randy? Wenn du mir den nochmal erzählst. Klebeband drüber kleben, damit nichts runterfällt. Ach so, das ist mir egal. Ja. Ich dir alles gestehen. Ja, ich weiß, die können zur Not. Vielleicht machen die da andere hässliche Fliesen dran. Ist mir genau. aber persönlich auch egal. Weil, wie gesagt, das ist nur Spat, ne? Ja, schon, aber. Weißt du, das ist. Meine, es gibt. Ich kenne die immer noch. Ach nee, halt, scheiße. Wie gesagt, meine Theorie könnte ja auch immer noch sein, warum die Dinger runtergekommen sind. Naja, ja. Was die Wand da jedes Mal abkönnen muss, wenn die mich nackt sieht, aber das ist ja. auch nur eine Vermutung, ne? Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nee, aber ganz ehrlich, mir soll mir nicht scheiße. Weil die Aussage dieser Dame ist auch ziemlich stark, wie ich finde. Ja, ja. Weil ich sag dir ganz ehrlich, bei uns ist es so, wenn sowas ist, dann musst du sofort reagieren. Weil nehmen wir mal an, da spielt ein Kind im Bad oder wascht sich die Haare, bla bla bla, da fällt eine Fliese mit der richtigen Seite auf das Kind. Ja moin. Dann ist diese Dame dran. Hm. Weil du hast das gemeldet und mehr kannst du nicht machen. Genau, wie beim Bund. Melden macht frei und belastet Vorgesetzte. Genau, und am besten noch mit einem Schrieb. Dann bist du schön raus aus der Nummer. Guck mal, Herr Garderoll hieß aber keinen Mais, ne? Ja. Der hat nicht richtig eingeklappt hier, ich weiß auch nicht warum. So. Deswegen, naja, da wird morgen irgendwie zu euch gekommen, wird sich das Ganze angucken, wird feststellen, jo, das ist ja wirklich so wie auf den Bildern. Ja, Wahnsinn. Das ist richtig, dann kommen wir noch weiter, weil ich jeden Bock auf. Ich weiß irgendwann mal abends hören, wenn es mal Shashing macht, da ist wieder einer runtergeflogen. Shashing. Aber ich sag mir da immer, mehr wie melden, konnte ich es nicht, der Rest ist mir doch egal. Das ist eben das Schöne in Anführungszeichen, wenn man nur Mieter ist, ne? Ist richtig, ja. Braucht einen überhaupt nicht zu interessieren. Gut, ja. Auch Teil ist mehr oder weniger. Duschen ist jetzt nicht, ne? Da kannst du halt erstmal nur. Entweder arbeitest du komplett, bis es wieder geht, ne? Was willst du machen? Oder du nimmst halt ein Bad. Musst aber beim Bad auch ziemlich vorsichtig sein, weil. Es gibt ja nicht Stellen, da sind Fliesen dran. Und welche, wo keine dran sind. Ja, ja. Ne? Das ist ja auch nicht so geil. Aber. Naja. Kannst du machen, kannst du nicht. Ich hoffe, das ist eine einmalige Sache, weil. Keine Ahnung. Die Musik passt gerade. Muss man halt nicht haben, ne? Nee, ja, zumal macht ja auch keinen guten Eindruck in der Bude. Ich meine, ich bin ja so zufrieden, ne? Mehr oder ja. weniger. Klar, ist halt alles scheiße, weil halt alles über Strom läuft und meine Stromkosten jenseits von gut und böse sind. Aber. Und jetzt kommt die Heizsaison, ne? Ja, das ist egal, das hab ich ja unter Kontrolle.
Okay. Weißt du, alle zwei Tage das Ding eben auf der niedrigsten Stufe anmachen und wenn es halt zu kalt wird, einfach einen Pullover an und fertig. Da bin ich abgehärtet. Das ist mir sowas von egal. Aber... Ich hatte den Spaß übrigens auch mal hier, also nicht mit Fliesen, weil die Fliesen, die wir selber verlegt haben, die sind Gott sei Dank an der Stelle, wo es keinen stört, aber da waren meine Eltern gerade zum ersten Mal seit 130.000 Jahren, weil Landwirt und so, mal wieder in Urlaub. Und da komme ich aber im Flur und habe auf einmal, stehe ich im Wasser. Und da hatte ich die richtige Malaria. Da ist auf dem... Gott sei Dank haben wir die Rohrleitung, weil das hier Neubau ist, haben wir in so einem Kasten drin, dass man auch rankommt und die liegen nicht alle unter der Wand sozusagen. Ne? Und da war halt ein Rohr undicht und dann ist es in die Wand gelaufen. Das war natürlich nicht so geil. Ja, und dann Anstreicher kommen lassen. Der hatte halt, ne, hier, wie du sagtest, Werner, so ein Feuchtigkeitsmessgerät. Der hat mal geguckt. Er meinte aber, naja, streichen wir drüber, müsste reichen. 70 Jahre alt, ich weiß jetzt nicht. Die sind ja dann schon etwas unzimperlicher. Nee, wie heißt das? Aber ja. Grobmotorisch, ja? Nee, abgehärtet, weißt du so? Ah ja, so. Passt schon. Und ja, aber das war halt auch relativ kacke. Alles nochmal durch. Die ganzen Leisten musste ich unten rausnehmen. Die Holzleisten sind alle nass geworden. Ja, ja, klar. Und dann, die faulen ja immer weg dann. Ich hatte Gott sei Dank Chlor im Haus. Also das war jetzt nicht das Problem. Es hat jetzt noch angefangen zu gammeln. Das wär meine nächste Sorge gewesen. Das ging noch. Randy. Ganz kurz, Randy. Lass dir kein Feuchtungsgerät aufstellen, ne? Warum? Weil das mega laut ist und der Typ aufnehmen muss. Ich gehe auch, also so Gott sei Dank eins hier. Ja, wie ich das jetzt hier gesehen habe, da ist halt wirklich nichts. Ich gehe einfach, also die Wand dahinter, ich habe ja die Scheiße extra rausgenommen, um zu gucken, ist dahinter Wasser oder blubbert es irgendwie oder keine Ahnung, kommen die Fäkalreste dort raus. Ne? Und was wir noch alle blubbern, bevor es ekelhaft wird, das seht ihr in der nächsten Folge. Oh. Es war schön mit euch. Schreibt gerne mal Hashtag blubbern in die Kommentare, wenn ihr bis zum Ende geschaut habt. Macht's gut. Tschüss. Bitte. Tschüss. Warum? Geht da jetzt nichts mehr?